Das hier ist keine Dekoration. Damit steuern wir den Ablauf der Sendung, schreiben Texte um, bekommen Meldungen und Videos. Aber eigentlich ist das ein schlichter Laptop, wie ihn Millionen zu Hause haben. Halt ein Datenspeicher und Verarbeiter. Und obwohl jeder weiß, dass so ein Ding heute ohne Anschluss ans Internet fast impotent ist, gibt einen so ein abgeschlossener Kasten immer noch ein Gefühl von Sicherheit. Das WLAN ausgeschaltet, die Kabel gezogen, dann gehören meine Daten doch mir. Und die NSA müsste schon einen Einbrecher schicken, um daran zu kommen. Was aber passiert, wenn der Speicher gar nicht mehr im Rechner steckt, sondern die Daten irgendwo im Netz schweben, abrufbar in Datenwolken, in Clouds? Ist es da nicht endgültig vorbei mit Datensicherheit und Privatsphäre? Wie kann man trotzdem noch sicher sein? Das ist eine der zentralen Fragen in Hamburg bei der Jahrestagung des Chaos Computer Clubs, der nur im Namen chaotisch ist. Tatsächlich ist das ein Branchentreff der Top-Leute. Sven Rieken berichtet über die Expertensorgen in den Wolken. So sieht die Wolke im Hamburger Kongresszentrum aus. Deutschlands größtes Hackertreffen gibt sich künstlerisch. Überall zwischen fast 10.000 Teilnehmern sind die großen Themen der Veranstaltung auch optisch greifbar. Die AG DSN Dresden vernetzt Studentenwohnheime. Auch das kleine Unternehmen, geführt von Studenten, bietet Speicherdienste an, wie die großen am Markt, Google, Microsoft oder Dropbox. Die Studenten allerdings lagern ihre Daten nicht zentral auf einem Server ab. Wenn man in Dropbox reinsteigt und da Zugriff auf alle Daten hat, die jeder Dropbox-Nutzer auf der Welt hat, das ist was anderes, wie wenn bei uns ein Sicherheitsproblem entstehen würde, wo es lediglich eine Handvoll Personen betreffen würde. Dabei spielt die Menge der Betroffenen gar keine Rolle. Es reichen ja schon die ausspionierten Kinderfotos oder der Steuerbescheid vom Herrn gegenüber. Die Werbung der großen Anbieter jedenfalls zeigt schon, in welchen Bereichen des täglichen Lebens die Datenwolke Einzug halten soll. In alle. Für den ehemaligen Microsoft-Juristen Caspar Boden eine Schreckensvision. Er warnte schon lange vor Edward Snowden vor den Spionagemöglichkeiten der amerikanischen Geheimdienste. Selbst wenn die Geräte, mit denen sie Daten verschicken, also hochladen, verschlüsselt sind, sie aber in den Fokus der Ermittler geraten, schicken ihnen Firmen wie Apple oder Microsoft einfach ein Update und bauen eine Hintertür in ihr Gerät ein. So sieht es die amerikanische Gesetzgebung vor. Das Groteske an diesem als Patriot Act bekannten Gesetz ist laut Boden, dass es nur für Nicht-US-Amerikaner gilt. Jeder US-Bürger ist vor dieser Spionage geschützt. Die Bundeskanzlerin also nicht. Deren Daten sind aber ohnehin leicht zu hacken, selbst wenn ihr Computer oder das Handy per Fingerabdruck oder Iris-Scan gesichert sind. Auf dem Communication-Kongress heute Abend zeigt der Chaos Computer Club, dass schon ein gutes Digitalbild von Angela Merkel reicht, um etwa ihre Netzhaut zu scannen. Wir haben halt zeigen können, wie wenig diese Technik der Körpervermessung eigentlich geeignet ist für Sicherheitsfragen, weil man eben durch die vielen verschiedenen Techniken, simple Techniken wie Digitalkameras eben heute, biometrische Merkmale von Menschen einsammeln kann, ohne dass diese das merken. In puncto Biometrie und Datenwolke setzt dann dieser Ganzkörperscanner neue Maßstäbe. Er kann zwei Erwachsene gleichzeitig einscannen und deren Daten in der Wolke abspeichern. Mit diesen Werten, geklaut oder legal kopiert, lässt sich das Pärchen dann in 3D beliebig oft reproduzieren. Noch allerdings zum Glück nur aus Plastik.